Hey, herzlich willkommen zur Adonia Talentschule. Ich bin Nils, ich bin 28 und spiele seit über 15 Jahren Gitarre. Bei Adonia bin ich seit über 10 Jahren schon als Musiker und Bandleiter mit dabei. Adonia hat mich schon immer glaubenstechnisch wie auch musikalisch herausgefordert, inspiriert und motiviert. Und ich bin sehr froh, da Jahr für Jahr mitfahren zu können. Wenn ich mal nicht bei Adonia bin, dann mache ich hauptsächlich bei meiner Band Mavero Musik. Und bin aber auch viel im christlichen Bereich unterwegs, das heißt in Gemeinden und auf Jugendgottesdiensten. Und es ist immer wieder eine große Freude, auch für Gott Musik machen zu können. Cool, dass du dir diesen Teaser anschaust. Du schaust jetzt den Teaser für den Akustikgitarren-Fortgeschrittenen Kurs. Vielleicht bist du an einem Punkt, wo du mit deinem Gitarrespielen ein bisschen mehr dazu lernen willst, wo du lernen möchtest, wie man ja vielleicht so Sachen, wie die ich dir eben gezeigt habe, umsetzen kann und anwenden kann auf ja, viele Songs, die man vielleicht kennt, die man aber auch bei Adonia im Lobpreis oder auf dem Musical Camp spielt. Vielleicht hast du aber auch schon den ersten Kurs mit mir gemeinsam gemacht und du willst diesen Kurs als Aufbaukurs nutzen. In beiden Fällen ist dieser Kurs genau das Richtige für dich und ich würde mich mega freuen, wenn wir gemeinsam diese Reise antreten und gemeinsam diesen Kurs machen, um dein Gitarrespielen auf ein Next Level zu bringen. Dieser Kurs wird 4 Einheiten beinhalten und wir werden uns in der ersten Einheit Gedanken machen, wie kann man Akkorde ein bisschen pimpen oder besonderer gestalten. Wir werden uns um Open Chords kümmern. In der zweiten Einheit geht es um Zupfen. Wie funktioniert das? Wie zupft man ohne Black drin? Wie zupft man mit Black drin? Ich werde dir da anhand von einem Adonia-Song Schritt für Schritt zeigen, wie wir vorgehen. Wir werden gemeinsam mit Tabs arbeiten und auch mit Akkordtabellen. In der dritten Einheit werden wir das Thema Schlagmuster nochmal neu behandeln, wo wir uns überlegen, wie kann man das noch irgendwie ausreizen und ja, manche Sachen vielleicht besonderer spielen, wie kann man Dynamik reinbringen, wie kann ich zupfen und gleichzeitig auf Strumming wechseln, wie kann ich das miteinander kombinieren. Und in der letzten Einheit schauen wir uns auch mal an, wie kann man ein Akustikgitarren-Solo spielen und wie können wir Picking, Licks anwenden auf der Akustikgitarre, sodass die dynamisch gut klingen und du gerüstet bist für Akustikgitarren-Solos, die ja auch bei Adonia des Öfteren schon mal vorkommen. Was sind die Voraussetzungen für diesen Kurs? Eigentlich gar nicht so viele. Erstmal brauchst du eine Gitarre, die dir zur Verfügung steht, mit der du üben kannst. Ich gehe aber schon davon aus, dass du dich auf deiner Gitarre schon ein bisschen auskennst, deswegen schaust du sicherlich auch den fortgeschrittenen Kursteaser an. Ich freue mich mega auf das, was kommt und ich würde mich freuen, wenn wir gemeinsam dein Gitarrespielen auf ein Next Level bringen. Bis dahin ganz viele liebe Grüße, dein Nils. Ciao, ciao.